Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge heute zusammen mit der steinigen Osmilina. Hallöchen! Hallo! Ey, es ist gar nicht so einfach, sich immer da was einfallen zu lassen bei der Anmoderation. Wir haben außerdem Ibu natürlich mit von der Partie und Hero Gamer. Und heute bin ich gut in Form, Leute. Heute wird das vielleicht der neue Weltrekord. Wir befinden uns auf Tilted Tower, der Fortnite-Map. Und wir sind, wie gesagt, Tarnskins. Das heißt, wir können uns heute ganz besonders gut verstecken. Und ich bin gespannt, wer als erstes suchen muss. Wir drücken gleich mal. Zacka! So, wir dürfen uns verstecken schon mal. Okay, weiter geht's. Elina muss suchen, Leute. Das letzte Fortnite-Video, das war ein Lucky Block Battle, das kam so krass bei euch an, da haben wir uns gedacht, yo, wir machen mal hier noch eine Partie. Und ich bin auf der Suche nach einem coolen Versteck. Ich kenne mich super gut aus auf der Map, also ich kenne hier jeden Winkel. Aber ob mir das jetzt hier im Verstecken einen Vorteil bringt, ich habe gar keine Ahnung. Aber was ich noch sagen wollte, wir hatten ja 1000 Abonnenten gemacht und daraufhin habe ich mich da recht herzlich bedankt. Und gestern habt ihr einfach 1100 neue Abonnenten kamen dazu. Vielleicht können wir diesen Rekord nochmal brechen, das wäre krass. Das wäre richtig krass, wenn wir das nochmal brechen. Ich bin gespannt und ich habe, glaube ich, hier auch schon... Oh, nee, ich weiß, wo ich mich verstecke. Tada! Oder hier, tada! Ja, ich glaube, hier ist cool. Jetzt machen wir das hier. Ja. Oder wir machen so. Oh, ich habe gerade jemanden noch gesehen. Ja, Elina, für ein Gewissen, für eine kleine Spende verrate ich dir, wo die Person sich versteckt. Nee, ich zähl mal ab. 3, 2, 1, let's go! Die erste. Wir müssen uns auch einen Spruch für die erste Runde überlegen. Die erste und nichts entscheidende Runde. Ja, aber die ist schon auch entscheidend eigentlich. Das Praktische ist, die Fortnite-Zocker unter euch können jetzt anhand von Elinas Kommentaren genau wissen, wo sie gerade langläuft. Ja, ich sag mal, wo ich gerade bin. Mhm. Ich bin gerade bei einem Bus. Achso, und da geht die Straße gerade runter. Ja, dann weiß ich, wo du bist. Ich glaube, das würde ich selbst jetzt sogar wissen. Ja, unter der Brücke, ne? Wie viel Zeit hast du noch? Viel kann das ja nicht mehr sein. Du, ich habe noch 3 Minuten und 17 Sekunden. Was? So viel? Ja. Ich glaube nicht, dass das hier mit rechten Dingen vor sich geht. Ich glaube, die Zeitwärterin, die schielt das. Oh, ich habe jemanden, Der Hero Gamer, das war schlecht. GG. Also nichts gegen sein Versteck. Die ersten erschwerte Bedingungen jetzt hier. Regen! Mann, ey, ich gucke natürlich hier alles ab. Bei diesen Ziegelstein, aber... Ja, aber man muss sich ja nicht da verstecken. Also, ja, das ist ja das Ding, aber... Man kann. Wahrscheinlich ist es so, dass man sich da versteckt. Ja. Aber du hast ja locker noch nicht alles... Wie viel Zeit hast du noch? Also, ich habe... Ach, Mist, ich habe ja nur noch 30 Sekunden. Ja! Nee, du hast noch mehr, aber... ja, ich verstecke mich bei Ziegelstein. Aha. Hast Mann, du das? Hättest du das jetzt auch so gefunden? Ja, gut, das hätte ich auch so gefunden. Oh, das wäre ja echt. Weil ich war hier gerade an diesem Haus. Ah, okay, da hat dir dein Tipp ja eh nichts gebracht. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Suche nach Ebro. Ja, Ebro, die hat mal wieder... Wir gucken mal, wo Ebro ist. Hä, wo ist die denn? Ah, da. Ja, siehst du? Aha. Du findest sie schon nicht, obwohl du dich... Naja, also das Versteck ist jetzt nun kein Geniestreich, aber... Für dich reicht's wohl. Nee, also man kann sie relativ easy finden. Das Ebro! Ebro, ich habe Ebro! Bam! Alle gekriegt! Jawoll! Nicht schlecht, ich habe noch 34 Sekunden. Das war ja einfach. Und zacka! Oh nee! Ja. Okay, Ebro drückt. Also ich glaube, das ist Ebro, weil sie hat keinen Namen. Und Robin. Ach, du hast nochmal gedrückt. Hey, du darfst gar nicht drücken, Elina. Warum nicht? Ja, eigentlich nicht. Aber egal. So, da hier kriegst du rot, Robin. Du musst suchen. Okay, Leute, ich guck mal auf den Boden. Viel Spaß. Hast du die Uhr parat, Elina? Jawohl! Elina Bombina, okay, let's go. Ich lege los. Also ich suche jetzt schon, ne? Ja. Okay, Leute. Dann schauen wir mal, ob... Okay, wo könnten sich die ganzen Schlingel verstecken? Ich glaube halt, hier außen ist ein ganz beliebtes Versteck. Einmal hier. Da hoffen doch die Leute, dass man hier nicht sucht. Aber nicht mit mir. Okay, das war schon mal eine kräftige Fehlanzeige. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass hier Leute drin sind. Wir machen weiter. Haus Nummer 1 war ein Reinfall. Aber vielleicht die gleiche Taktik bei Haus Nummer 2 oder hier im LKW.
Hallo? Oh, hinter der Kiste, da wollte ich mich doch mal verstecken. Nee, okay, da ist auch niemand. Aber hier hinter dem Haus, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wir müssen auf jeden Fall genau darauf achten, dass wir hier niemanden übersehen. Nee, 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 niemand, 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 nee und auch nee. Ich bin's nicht. Oh Mann. Elina. Ich bin das doch gar nicht. Echt nicht? Nein. Ja, aber wieso hast du ein Diamantschwert auf dem Rücken? Bin das nicht. Ach so, hey, aber ist doch voll der Anfängerfehler von Ebru. Ich habe sie gesehen, weil sie ein Diamantschwert auf dem Rücken hatte. Deswegen dachte ich, du bist das, weil du ja schon gesucht hast. Wieso hat sie denn ein Diamantschwert? Aha. Das bist aber hallo, du. Jetzt ich. Ja. Oh, nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Ich wäre fast daran vorbeigelatscht. Also, beziehungsweise hätte da gar nicht gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in den Bäumen irgendwie jemand ist. Wenn man kommt hier, irgendwie kommt man hier doch hoch. Oh, habe ich da nicht gerade was gesehen? Oh, nee, keine Ahnung. Hier vielleicht, hier kommt man ja hoch. Hier im Baum irgendwie. Nee. Elina, bin ich warm? Du warst gerade eben warm, auf jeden Fall. Ich hab dich da vorbeilaufen sehen. Vorbei? Aber du bist immer noch richtig warm. Da muss er hier hin. Oh, oh Mann, ey. Wo ist er denn? Du musst nochmal raus aus dem Haus. Und jetzt bei diesem blauen Teil, da ist er oben rechts auf diesem blauen Teil irgendwie drauf. Hä? Nö. Ach doch, er liegt da. Oh, er ist ja, ja. Mega und... Wow, krasses Versteck. Ah, ist da irgendwie draufgesprungen. Crazy. Kommen wir zur nächsten Runde. Ich bitte Sie zu drücken. Drücken Sie. Ja. Mhm. Muss nicht mehr. Nein, nein, du nicht, aber... Ja, hey! Er wird geschlagen! Hey. Was geht dir denn ab? Zacka! Ebru hat grün und Robin muss auch nochmal drücken. Der hat rot. So, Robin, also ich glaube zumindest, ich kann die eh nicht auseinanderhalten, oder? Erkennt man das an den Augen? Nee. Okay, Leute, dann verstecken wir uns mal. Wir haben gerade als Sucher, da habe ich gerade was ziemlich Cooles entdeckt, wo man sich verstecken kann. Ist jetzt vielleicht nicht das geheimste Versteck, aber es ist so ein tricky Versteck vielleicht, Leute. Einfach hier so und dann, ich weiß nicht, so. Ich bin schon ready. Ja, das könnte, ja, was ein bisschen zu, ich glaube, wenn man so sich einfach hinstellt, das ist, glaube ich, am besten. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, Leute. Wir müssen mal schauen. Wir haben gerade herausgefunden, dass nicht Ebru sucht, sondern Robin. Aber die kann man auch nicht auseinanderhalten. Die müssen sich mal andere Augenfarben machen, Mensch. So, auf jeden Fall sucht Robin, genau. Und ich hoffe, ich kann Fettpunkte absahnen. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt wird mein... Er sucht einfach... Hey, was... Okay, also es hat schon mal... Oh, oh, Robin steht rum. Vermutlich wäre es jetzt eine clevere Option, sich hier zu verstecken, wo er schon gesucht hat, oder? Ja, hier in die Ecke, Leute. Wir repositionieren uns jetzt mal, weil er hier schon gesucht hat. Und wenn wir Glück haben, dann sucht er hier nicht nochmal. Wow, was Ende? Was hat Robin denn gemacht? Nö, ey, ich habe den auch seitdem nicht mehr gesehen am Anfang. Zack! Rot! Ebru sucht in der letzten Runde. Eine andere Person bleibt ja auch nicht übrig. Okay, ja. Nina, dann verstecken wir uns mal. Los geht's mit der Runde. Ja, die letzte und alles entscheidende Runde. Haben wir dieselbe Idee? Nö, eigentlich bin ich da nur hinterhergelaufen, aber die Idee ist eigentlich echt nicht schlecht. Boah, hier auf dem Baum. Oha! Ich glaube, ich habe ein cooles Versteck. Oh yeah. Oh yeah. Wie wäre es mit hier oben drauf, Leute? So. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig gut, Leute. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig gut. Aber wir können noch ein bisschen weiter nach hinten. So. Ja. Ein bisschen. Das muss genau kalibriert werden. Ja. Ready. 3, 2, 1. Go. Dass Elina Spitzenreiter ist und Ebru letzter. Das hatten wir noch nicht oft. Ja. Mal sehen, ob du den letzten Platz verteidigen kannst. Ah. Ebru klappert die Garage ab auf jeden Fall. Ah, ich sehe sie. Jetzt ist sie beim Basketballplatz. Jetzt ist sie im Basketballplatz drin. Jetzt geht sie gleich hoch und wird mich gleich finden. Mann. Oder? Habe ich Glück? Hm? Oh, sie ist genau unter mir. Glück gehabt. Oh nein, es läuft sie hoch. Oh, oder? Oh, 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 oh.
Oh, oh. Och Mann, das darf nicht wahr sein, dass... Ey, komm, das war mein bestes Versteck. Hey, ciao. Dann schauen wir uns mal die anderen Verstecke an. Also Elinas Versteck kennen wir ja schon, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, und dann haben wir Robins Versteck, der ist hier. Ah, Robins Versteck ist so billig. Und ich werde gefunden. Oh, ich glaube, Robin ist gleich fällig, Elina. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, das war mega gut getimt, ne? Oh, ja. Jo, das war, ich war selbst überrascht, wie krass das war. Weil sie hat wirklich, oh, sie ist genauso gelaufen, wie ich es dachte. Okay, damit hast du gewonnen, Elina. Ich hab gewonnen? Ja, weil selbst wenn Ebro dich jetzt findet, kann sie ja nur 5 Punkte aufholen. Also du hast safe gewonnen. Ja! Oh, Timer! Zack, 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 zack! Tschüss! Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Wow, Alter, voll dir! 6, 5, 3. Ich analysiere hier gerade die Rüstung. Okay, es hat mir nichts gebracht. Wir holen uns hier den Goldhelm, der ist, glaube ich, ganz geil. Dann holen wir uns eine Diabrust. 5, 6, 6, 7, 8. Wir holen uns eine Diabrustplatte. Und wir holen uns Schuhe. Dann haben wir nämlich noch 2 übrig. Und dann können wir uns, Bogen können wir uns nicht leisten, aber zu wenig für. Den Kuchen ist aber schlecht. Nee, dann ballern wir die ganzen 10 weg. Wir haben aber nichts für 10. Okay, wir brauchen das und das. 7, 8, 19, 11. Das sind 11. Verdammt. Das sind 9. Da können wir uns einen Kuchen holen. Ja, komm. Zack, und dann holen wir uns einen Kuchen. Passt schon. Möge das Battle beginnen. Go, 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 go. Hol den Diamanten. Wen greife ich denn als erstes an? Also ich greife Robin an. Der ist nämlich hier gerade vor mir. Zack. Ich weiß gar nicht, ob er eine bessere Rüstung hat als ich. Ich glaube, ich habe besser, oder? Jawoll. Oh, da haben wir Robin uns geschnappt. Okay. Mein Helm hat auch genug Haltbarkeit. Das heißt, wir können hier... Zack, uns Ebru mal schnappen und Elina auch nochmal. Das ist Ebru, hallo. Oh Mann, ey. Oh, hey, das ist gegen die Regeln, mich zu schlagen. Oh, Robin ist aber kräftig abgestaubt hier. Das kann ich nicht hier durch. Oh, ja, ein Goldapfel. Ah, das ist ein bisschen Verschwendung. Ja, was, das war meiner. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung, Elina? Sag dazu, dass ich das Sprinten verlernt habe. Und das nicht gerade... Okay, Leute, wer konnte uns heilen? Ah, das heilt gar nicht. Ah, der Kuchen ist ja voll kacke. Zack, Robin, ne? Jetzt wirst du mal abgestaubt, mein Lieber. Jo, hast du mir den schon wieder geklaut? Jetzt bist du dran, Elina. Zweimal jetzt hier aber, nicht mit mir. Aha. Ey, du bist ja OP ohne Ende. Okay, Robin ist schon raus. Oh, Mist. Okay, Leute, ich habe nur noch ein Leben. Ebro hat noch 2. Ja, die hat sich aber auch hier crazy rausgehalten. Oh, yeah. Okay, so viel zu 2. Okay. Was hat Ebro Gamer ist schon raus. Ja, wo spawnt denn Ebro? Ah, da. Da ja, sie hat, ich habe bessere Sachen als sie. Geil, dass ich nee, sie hat bessere Sachen. Oh. Sie hat meinen Kuchen gegessen, ey. Das ist aber... Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, Mann! Jetzt machst du sie locker, oder? Oh, jetzt das Finale, Leute! Beide noch ein Leben! Ja! Oh. 1,5 Herzen. Elina schaukelt das Ding zu Hause, nach Hause. Yeah. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, habt ihr jetzt 3 Dinge zu tun. Erstens, dieses Video positiv bewerten. Zweitens, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ja. Und drittens, jetzt auf das Video klicken, was im Video vorgeschlagen wird. Einfach mit dem Finger drauf klicken. Und dann kommt ihr zur nächsten Episode. Die dürft ihr nämlich auf keinen Fall verpassen. Dann sehen wir uns dort. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.